Wenn ich alles ausnutze, was sind denn so große Beträge, die Sie auch mal rausholen für Ihre Kunden? Also eine normale Öl- oder Gasheizung mit einer solaren Heizungsunterstützung, da werden Sie Förderung ungefähr bei 4.000 Euro liegen. Und warum ist da immer Solar dabei heutzutage? Ja, das ist eigentlich von den Fördermitteln her einfach so gewollt. Die Bundesregierung hat dieses Jahr die Förderung um weitere 20% erhöht, um ihre versprochenen CO2-Ziele zu erreichen. Das heißt, wenn die Solaranlage gegenüber der Heizung ohne Solar 7.000 Euro mehr kostet und Sie kriegen 4.000 Euro gefördert, ja, das sind ja mehr als 50%. Und das würde ich auf jeden Fall mitnehmen, das Geld. Und es ist zukunftssicher, weil ich natürlich mit der Solaranlage, die da in Verbindung mit der Heizung ist, noch vieles mehr tue, oder? Ja, natürlich. Die Solaranlage lebt ja 30 Jahre. Man hat dann für die nächsten Jahrzehnte eine Heizungsanlage, die Stand der Technik ist. Und wir müssen alle Heizkörper aufnehmen und den hydraulischen Abgleich der Behörde nachweisen. Die haben natürlich diese gesamten Unterlagen, kriegen die von uns zugeschickt. Da haben Sie natürlich auch einen Beweis, dass die Anlage zukunftssicher und auf dem neuesten Stand der Technik ist. Sonst erhält der Kunde keine Fördermittel. Wie läuft das denn ab? Das heißt, Sie stellen den Förderantrag, der Kunde kriegt das Geld und das war's? Oder wer kontrolliert das alles? Also es gibt einen unabhängigen Energieberater, der auch gar nicht aus unserem Haus kommen darf, der diese Anträge stellt. Und der überprüft natürlich, ist der hydraulische Abgleich auch ordentlich gemacht, ist die Hocheffizienzpumpe vorhanden, handelt es sich um Brennwerttechnik, alles, was der Staat vorschreibt. Und somit ist der Kunde ganz sicher, dass er eine hochmoderne Anlage hat. Wen gehen Sie denn da überall an? Was muss ich denn da alles machen? Oder was machen Sie denn da alles? Mit wem sprechen Sie? Die Fördermittel schreiben wir immer in das Angebot rein, die der Kunde da für seine Anlage erhält. Und wir zapfen natürlich verschiedene Fördertöpfe an, die wir kennen und haben da unsere Fachleute im Büro. Aber wo ich die Fördermittel herhole, das verrate ich natürlich heute hier nicht. Das ist ein Know-how, was wir im Betrieb haben und was nicht jeder wissen soll. Ist das wirklich so ein Geheimnis oder wie lange haben Sie gebraucht, um das aufzubauen? Also vor einer Woche habe ich gerade weitere 1.000 Euro Fördermittel in Erfahrung gebracht. Und das war eine ganz schöne Arbeit rauszukriegen, wie man diese Mittel und wo man diese Mittel erhalten kann. Und dieses Know-how, das gibt es nur bei uns. Das wird der Kunde sofort merken. Und ich bin auch sicher, bei mir kriegt er mehr Förderung als woanders. Und die Kunden sind natürlich begeistert. Sie müssen sich um nichts kümmern, tragen ihre Kontonummer auf dem Förderantrag ein und kriegen dann ein paar Wochen später das Geld von der BAFA überwiesen. Mhm. Ja. Gibt es da Reaktionen? Haben Sie das schon mal erlebt, dass jemand überrascht war? Ja, die sind natürlich begeistert. Und das ist auch oft der ausschlaggebende Punkt, weswegen sie sich für den Heizmeister entscheiden beim Heizungskauf, weil wir garantieren tagesgenau, dass alle Fördermittel, die es im Moment für den Kunden, für seine Heizung gibt, dass wir ihm die auch besorgen. So geht Heizung heute.